Moin. Hallo. Na? Ach ja. Ach so. Ah. Hallo, Frontalbeleuchtung. Oh. Und schon ist alles ausgepegelt. Ja. Hey Chaos und guten Appetit dir und moin Ordi und such mal halbe Huhn, halbe Sähnchen ist was anderes. Also wenn ich jetzt halbes Hähnchen und halbes Huhn eingebe, da kommt so ziemlich genau dasselbe bei rum. Das war halber Hahn. Ah. Oh. Okay. Ja. Gut. Okay. Ja, man merkt, ich gehe nicht so oft raus, wa? Rheinländer wissen Bescheid. Nee. Ja, nun. So, erstmal die Musik ein bisschen leiser machen. Ach ja, geht. Ich habe nicht allzu viel vor, heute Abend zu machen, außer ein bisschen zu quatschen. Was? Gehst du halt mal wieder vor die Tür und gönnst dir eine Manta-Platte? Was ist denn das jetzt nicht mehr? Currywurst Pommes oder was? Ja, nun. Also, wo wir schon bei Essen sind, ne? Wollt ihr euch mal von der hervorragenden Qualität von, von denen da überzeugen? Es fällt schon auf, dass hier, What the fuck? Ich hab den Topf nur umgedreht aus dem Geschirrspüler rausgehoben und dann bricht der Griff ab. Was ist denn das? Franzose? Warum? Schau, Franzose halt. Also der Tefa ist so eigentlich, also war doch eigentlich mal, naja, großartig. Und ja, jetzt habe ich einen Topf hier stehen. Das ist halt, das ist 3 Monate alt. Nicht mal. Also wenn es nach 2 Jahren abbricht, hätte ich ja gesagt, naja gut, ist halt hier Dingens, geplante Obsoleszenz, aber nach 3 Monaten? Wovon ich die wenigste Zeit den Topf überhaupt benutzt habe? Aha. Jedenfalls sagen die gut, aber jemand kann mein Montagsprodukt haben. Tja, du meinst so ein Montagsprodukt wie die Lampe da, die nicht mehr funktioniert, wie die ursprünglich da hinten waren und nicht mehr funktionieren. Ich hab bestimmt 5 oder 6 von den Lampen ausgetauscht und da ist halt die nächste, die ich austauschen muss. Ah. Mal gucken, wann die da ausfällt. Lidl verkauft gerade auch LED-Deckenstrahler. 1,20 m x 30 m. Hm.
Mal kurz gucken, habe ich die noch in meiner. Ja. LED-Deckenleuchte. Ja. Keine Ahnung. Wie gesehen. Ich weiß nicht, Das ist irgendwas anderes. Naja. Ja. Es ist, ja, großartig. Ja, was würde ich machen? Ich würde gerne mal hier einen Blick reinwerfen. Bisschen Jahresrückblickmäßig. Wer die Seite nicht kennt, Sully Gnome hat so ziemlich sämtliche Twitch-Kanäle und deren Statistiken. Und naja, der Chat scrollt gerade eben noch durch. Man kann hier halt verschiedene Zeiträume angeben, verschiedene Sachen sich anschauen. Und ich würde mir einfach mal das Jahr anschauen, weil ich das eigentlich zuletzt kaum mehr gemacht habe. Dass es irgendwie immer ein bisschen bergab geht, ist daran, dass der Anfang immer ein bisschen verzerrt ist. Naja. Ach ja, was haben wir dieses Jahr? Wir haben ab Februar durch meinen Umzug ja lange Zeit keinen Stream gehabt. Bis Mitte März, anderthalb Monate hatte ich kein Internet. Eieiei. Also zumindest kein vernünftiges Internet hier. Juni war die Zwischenprüfung, Juli war die Prüfung meiner Ausbildung, die ich abgeschlossen habe. Das war auch noch eine Zeit lang, wo ich nicht gestreamt habe, weil irgendwie nicht so richtig, also naja, Sommerloch sozusagen. Und ja, und seit September eigentlich fast täglich mit einzelnen Ausnahmen, wo ich irgendwie unterwegs war oder so. Hier gab's ein Raid. So. War auch sehr gut, ne? Wenn ich mehr streame, dann kommt auch mehr. Na, gerade jetzt im Dezember gut zu sehen, wo ich ja sehr, sehr viel gestreamt habe. Interessanter wird's hier. Timestream. Was haben wir dieses Jahr gestreamt? Bin tatsächlich erstaunt, dass da 71 Stunden Starfield steht. Also mit der Menge hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Da hätte ich gedacht, anderes hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Vor allem gerade, weil Starfield ja noch gar nicht so alt ist. Also so viel Zeit zum Spielen hatte ich gar nicht. Und ich habe es auch relativ schnell durchgespielt. Daher wundert es mich, dass wir hier wirklich 71 Stunden Starfield haben. Vor allem ist es interessant, es deckt sich halt auch nicht mit... Ich gehe mal ganz kurz hier rüber, bevor... es deckt sich halt auch nicht mit der Steam, Moment. Wo ist denn hier die Steam, Review? Hier, Rückblick. Bei Steam... Oh je, erstmal komplett runterscrollen. Hier. Bei Steam, gut, 7 Days to Die, weiß ich sowieso nicht so ganz, warum das da steht. Das habe ich eigentlich nur am Sonntags mal mit Kollegen gespielt. Going Medieval, ja, das war tatsächlich dieses Jahr relativ viel dabei. Und da steht halt Starfield hinter Going Medieval. Und Going Medieval habe ich eigentlich nur gestreamt. Und dann halt Skyrim VR, Avorion, Civ 6. Und dass hier dann halt Starfield auf Platz 1 steht, wundert mich ein bisschen.
Gut, War Thunder und WoWS sind natürlich nicht mit in der Statistik, weil ich die ja nicht über Steam spiele. Ja, und dann kommt Skyrim mit 44 Stunden. City Skylines hat aber auch schon gut Stunden gesammelt. Ja, und dann kommt GoE Medieval, was im Sommer diesen Jahres ganz gut lief. Minecraft kam auch erstaunlich viel. Satisfactory, genauso viel. Immortals of Aveum. Hätte gern noch ein bisschen länger gehen können. War ein schönes Spiel. Hat viel Spaß gemacht. Grim Dawn. Hey, Ordi. hier, Victor Vaughn. Auch die, fast gleich viel in diesem Jahr. 5 Stunden Unterschied. Rock Raiders, das läuft ja im Moment. Beat Saber lief noch am Anfang des Jahres. Avorion. Nee, auch Mitte des Jahres Beat Saber. Nach dem Umzug habe ich das viel gespielt. Avorion, Ixion. Das haben wir ja seit Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres gespielt. Ich weiß nicht, woher 18 Stunden Just Chatting kommen. Ich mache das doch eigentlich nie. Das, Buddy, hallo. Grim Dawn ist bei mir mittlerweile auch wieder eingeschlafen. War Thunder hat es komplett ersetzt. Ja, die Zeit, die man halt hat, ist auch begrenzt, ne? Aber es gibt ja, soll ja noch ein neues DLC geben, ne? Weil, wann kommt das raus? Auch im Februar nächsten Jahres? Der Februar nächstes Jahr ist so wie, ich weiß nicht, der September diesen Jahres? August oder September, wo so viele Spiele rauskommen? Alles ist eingeschlafen. Magie hat es total ersetzt. Eieiei. Dann tatsächlich Skull and Bones, 17 Stunden. Ein Wochenende mal ein bisschen mehr gestreamt und mit Formwandler-Char und so. Oder so. Ich freue mich jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Können wir gerne so weitermachen. Nach Dungeons 4. Drei neue Klassen. Odo. Black and White 2. Das spielen wir aktuell. Dungeons 4 spielen wir auch aktuell. Hier ist nochmal Skyrim, weil irgendwie, ja. Ach guck mal, da kommen die 12 Stunden Skyrim hier noch drauf. Dann wären wir hier eigentlich bei War Thunder in der Nähe. Da habe ich tatsächlich ziemlich viel Skyrim gespielt. Gestreamt, wohlgemerkt. Night of Wonders 4 habe ich ein Match gespielt. Irgendwann Mitte, Anfang glaub, des Jahres, glaube ich. Und dann so ein paar Kleinigkeiten. Age of Empires 4, The Witness, Food and Drink, die beiden Kochstreams. Lautop VR, Witch It, Exogate Initiative, das vermeintliche Stargate-Spiel, was sich dann irgendwie, ja, als nicht so gehaltvoll herausgestellt hat. Kingdom Hearts muss ich auch, irgendwann geht das auch wieder weiter. Frodon. Cave of Wonders. Wo wir schon bei Kingdom Hearts sind. Gartic Phone, Terranil, Townsman VR, das muss ich eigentlich. Dass ich das nur 2 Stunden gespielt habe dieses Jahr, erscheint mir auch ein bisschen wenig, weil ich habe das mindestens 2-mal gespielt. Aber gut. Battlebeard Remaster, ja, okay, unser Versuch da. Cossacks 3, Tetris, Makers and Crafting, das war der PC-Baustream. Den ich immer noch nicht hochgeladen habe, der liegt bei mir auf dem Desktop rum. Und Torchlight 2, hoch. Torchlight 2, was ja multiplayer-technisch nicht funktioniert hat. Das ist die für die Anzahl an Stunden. Man ist eigentlich. Man könnte es auch größer machen. Ihr könnt die Schrift nicht lesen, ne? Dann muss ich das vorlesen. Ne? Also Starfield 71, War Thunder 65 Stunden, World of Warships 47 Stunden, Elder Scrolls, Skyrim, VR 44 Stunden plus. 12 Stunden. Die ist 2, 40 Stunden. Going Medieval, 5 und. Warte mal. City ist 40 Stunden. So viel Spielzeit habe ich doch nicht mal in Steam. Ja, das ist in Steam. Bibliothek. Bibliothek. Ey, so viel Spielzeit habe ich gar nicht in Cities. Wie kann ich da 40 Stunden haben, wenn ich im Spiel noch nicht mal 32 Stunden verbracht habe? Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal wieder reinspielen, wenn die CV- und U-Boot-Patches da sind? Ja, ich habe WoWS leider während meines Udo selbst komplett vernachlässigt. Touchlight. Nein, Buddy, greif nicht ins Licht. Ja. Ja. Und Game Average Viewers, also wie viele haben zugeschaut während der Spiele?
Gartic Phone 9, ja, ganz viele Leute, die dabei gespickt haben. Ansonsten Avorion 6, Food and Drink, die Kochstreams waren 6 Leute dabei im Schnitt. Skyrim 5, wobei Skyrim kommt hier hinten auch nochmal. Skyrim 2, was da der Durchschnitt ist. Age of Empires 4, Battlebit Remastered, Black and White 2, Cities 2, Rock Raiders, Makers and Crafting 6, Skull and Bones, Widget, Age of Wonders, Beat Saber, Blautopfeuer. Ich finde den Namen immer so faszinierend. Exogate Initiative, Grim Dawn, Just Chatting, Minecraft, Satisfactory, Tetris, Torchlight, World of Warships, Cossacks 3, Dungeons 4, Going Medieval, Immortals of Aveum, Ixion, Kingdom Hearts, Starfield, Elder Scrolls Witness, Townsman, Victor Vaughn, War Thunder und Terranil. Wir brauchen dich noch. Immer Spiel eingestellt und dann ca. 5 bis 15 Minuten Intro und Outro. Das rechnet er bestimmt mit. Und das dauert 10 Stunden zusammenkommen. Ich meine, das haben wir ja bei den anderen Spielen dann ja auch. Ja gut, die Statistik hier kann man ignorieren. Wäre nur 8. Wenn man sich dazu mal das Jahr 2022 anschaut, wo ich ja die Zwischenprüfung die war im März. Warum war ich hier? Warum war ich hier weg? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist halt noch ganz klar der Fokus bei World of Warships. 165 Stunden WoWs, über 80 Stunden Minecraft, Kingdom Hearts, Satisfactory, Beat Saber, Everspace 2, Half-Life Alyx, ja, würde ich auch gerne irgendwann mal wieder reinschauen. Makers and Crafting, das waren die Streams mit dem Bau der Bismarck und Graf Zeppelin von Kobi. Das Chatting, Cube VR, da lohnt es sich auch mal wieder reinzuschauen. Age of Empires 4, Ixion, Civ 6, Anno 1800, Kingdom 3 Born, Diplomacy is not an option. Anno 2070. Und ganz viele kleine Sachen. Also deutlich mehr kleine Sachen als dieses Jahr. Ich habe letztes Jahr auf jeden Fall mehr ausprobiert. Aber dieses Jahr war irgendwie... Na gut, ich habe halt tatsächlich dieses Jahr lange Zeit nicht gestreamt zwischendurch. Sowohl im Frühjahr ja wegen Umzug und auch hier während... Aber mit Vergnügen, Sir. Ich liebe es geradezu, Lebensformen auszumachen. Lebensformen. Ihr klitzekleinen Lebensformen. Ihr hochgeschätzten Lebensformen. Wo seid ihr? Lebenszeichen zu aus Life 3. Life. Apropos Kobi bauen, wann Stargate-Modelle? Ich fürchte nicht, also gar nicht, weil für mich steht jetzt halt im nächsten Jahr, so 24, der Techniker an und dafür brauche ich mal wieder alles Geld, was ich zusammenkratzen kann, weil ich ja die Wohnung hier weiter bezahlen muss. Und erst wenn ich weiß, wie ich im Techniker plus minus in einem Monat mache, also wahrscheinlich minus, aber wie ich dann halt im Monat plus oder minus mache, kann ich sagen, ja, was an Möglichkeiten bestehen. Aber bis dahin, ich werde dieses Jahr wieder volles Rohr reinsparen. Also wenig neue Spiele. Notiert sich Sachen für Makis Geburtstagsliste. ja, nun. Geld für den Techniker. Ich habe also jetzt ja auch mit Weihnachten und so, meine Eltern und so haben ja auch gefragt, so Mensch, was wünschst du dir denn? Und Geld für einen Techniker. Wir müssen jetzt auch mehr sparen für die neue Wohnung. Ich meine, bei euch ist man schon froh, dass ich überhaupt jetzt so langsam was auf die Kette kriege mit der
mit Notartermin etc. Das war ja irgendwie Ewigkeiten bei euch dieses Jahr ein Hin- und Herwechsel. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man sehen, wie viele Spiele es insgesamt dieses Jahr gab? Games. Wie viele Spiele gab es in den letzten 365 Tagen? Insgesamt 38 Streams haben wir, also 38 Spiele haben wir gestreamt. Allen voran Starfield, War Thunder, WoWS, Elder Scrolls, Cities 2, Going Medieval, Minecraft, Satisfactory, Immortals, Grim Dawn, Rock Raider, Beat Saber, Victor Van, Ixion, Avorion und so weiter. Und so weiter. Und letztes Jahr? Waren so mit dabei. Unlisted on Twitch. Okay. Hard North. Ach ja. Forager. Stronger Crusader. Zumindest ausprobiert. Rise of Nation. Among Us. Northgard. Die ganzen Strategie. Ja, man sieht, wir haben hier den Strategiespielmonat gemacht mit Chaos. Da sind super viele Strategiespiele mit bei. Northgard. Age of Empires 2. Hier, Corekeeper mit Buddy. Berichte dann mal, wie es läuft mit Technikern. Nin sagt ja, ich soll den auch machen. Ich bin immer noch unentschlossen. Okay. Ich kann dir gerne Inhalte weitergeben. Metal Hellsinger. Oh, das Spiel war auch gut. Das hat richtig Spaß gemacht. War auch echt schwer. Aber ich habe es leider nicht durchgespielt, weil es ja in diesem Xbox Game Pass war, den ich irgendwie aus irgendeinem Grund mal für probehalber gekriegt habe. Sins of the Solar Empire, Ixion, Age of Wonders 3, Vanish Chronicles, wo ich einen Herzinfarkt gekriegt habe. Stoneheart, Evoland, Age of Wonders 3, hö? Ich habe in zwei unterschiedlichen Age of Wonders Kategorien gestreamt, okay. Dawn, Cossacks 3, Anno. Ja, hier sind halt wirklich die ganzen. Nochmal Ixion? Hier ist auch zweimal Ixion drin. Einmal mit Ixion groß geschrieben und einmal Ixion klein geschrieben. Okay. Ja, also man merkt, wir hatten letztes Jahr den Strategiespielmonat und das hat dieses Jahr nicht so ganz hundertprozentig geklappt. Herzinfarkt? Hü? Das gab's in einem. Das lassen wir mal gucken. Einen Moment bitte. Ah, hier. Moment. Das ist Carnage Chronicles. Und machen wir kurz Musik aus. Dann gibt es noch Ton für euch. Better than most. Aha. Better than most. Seh dich doch da oben dran, du. Ich remember. Das war halt echt fürchterlich. Huch. Stopp. Danke, Buddy. Was hast du getan? Weiß es gar nicht. Viel Erfolg beim Technik und alles Gute und Miaui Christmas. Nya. Danke, Buddy, aber was hast du getan? Warum taucht das hier nirgendwo auf? Und der Alert ist halt auch nicht so viel aus. Warum steht das hier nirgendwo? Du sagtest, du wolltest nur Geld. Der Alert war mega. Ja, danke auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was du getan hast. Mega groß. Nein, sag mir nicht, du hast.
Jetzt muss ich mal eben. Ich hab's ja noch offen, weil ich ja die. Oh, hallo. Weil ich ja die. Ui. Danke dir, Buddy. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Jetzt sie. So, das kam halt direkt. Ja, okay. Weißt du, ich schau hier bei Twitch hier. Hier steht nix. Hier, achso. Ja, okay. Hier im Chat steht nichts. Hier oben beim Aktivitätsfeed steht nichts, wo hier normalerweise noch steht hier Bits und Prime abonnieren und bla blub. Da steht nichts und ich wundere mich, was da los ist. Ja. Wie er sich unendlich mal freut. Ich bin ein ja, das, Nun, danke dir, Tipi. Ja, genau. Soll ich das zeigen, Buddy? Nee, okay. Aber dann kann ich mal die das hier zeigen. Passt dir derzeit die Alerts um. Ich komme von einem Thema ins andere. Ich mache hier erstmal das Herzinfarkt-Video so. Erstmal Geld einsammeln. Moin, die Mantu. Ne, Raum ist gesichert. Von hinten ist auch mehr oder weniger gesichert. Es ist furchtbar dunkel leider, das Spiel. Inventar ist voll. Was ist denn das? Boah, scheiße, habe ich mich verjagt. Wo ja. Hast du scheiß Drecksvieh denn jetzt her? Ja, das, weiß ich, ich bin dahinter extra den Flur lang gelaufen, der da in dem Spiel im Huch, was ist denn hier los? Ja, okay. Also jedenfalls, ich bin im Spiel extra diesen Flur noch abgelaufen und hab da geschaut, ist da irgendwas? Nö, ist nicht. Dann bin ich erstmal die Abzweigung rein, hab da in dem Raum alles gecleared. Dann, ja. Und dann kommt da aus dem Augenwinkel dieses Vieh um die Ecke. Das war ja fürchterlich. Von hinten mehr oder weniger gesichert. Ja, das. Ich hab keine Ahnung, wo der hingekommen ist. So. Hallo Nimantu und, ja. Fürchterlich. Und die Drohne von Half-Life nicht vergessen. Ja, die Drohne bei Half-Life war auch fürchterlich. Also VR kann einen schon echten Schrecken einjagen. Fürchterlich. Ach ja. Was ist an VR so geplant nach Skyrim? Ja, einen Moment. Ich habe noch Townsman VR, was ich weiterspielen will. Tetris VR, also Tetris in VR können wir noch weiterspielen. Ich habe Battlegroup in VR, also Battlegroup VR ist das Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß nicht, was drin ist. Dizem steht an für VR, Devil and the Fairy, also das sind rein VR-Spiele. Ghost Signal, a Stellaris Game, ist auch für VR. Also ich hätte schon noch so 3-4 Spiele für VR, die da noch kommen. Asgard's Rest zufällig. Boah, den Namen habe ich schon mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel also haben tue ich es noch nicht. Irgendwie warum findet Steam nichts dazu? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Einen winzigen Schluck von gutem Baldri. Ach ja. Ja. Also für VR habe ich auf jeden Fall noch das ein oder andere Spiel. Und ich hätte auch nichts dagegen, noch mal in Half-Life reinzuschauen. Vor allem, weil das halt durch die Räume und so sehr, also super zu spielen ist, wenn du halt den Raum hier hast. Wenn du halt wirklich Platz hast und dich real bewegen kannst und nicht so viel per Joystick rumläufst. Das ist ja mein das Problem, das ich eher dann bei Skyrim habe. Die Welt ist so groß, dass du halt kaum in Person da durch die Gegend läufst. Da bräuchte man da eher nochmal andere Technologie. Es gibt ja diese es gab so. Ich hab's einmal gesehen, dass jemand hatte irgendwie an den Knien so Gelenke dran und konnte damit irgendwie durch Skyrim laufen, also wirklich laufen. Aber das habe ich ja nicht. Jo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Danke, Buddy. Ja, Magie, Knie sind Gelenke. Er hatte an den Knien nochmal extra Gelenke von außen, die man auswerten kann. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Warte mal, kann ich das mal eben herausfinden? Can't breathe. Das ist nicht das, was ich gesehen hatte. Ja, ich weiß auch nicht. Uff, ich vergesse immer, dass das, was weiß, exklusiv ist und nicht auf Steam belastend. Dabei hört man so viel Gutes davon. Ich weiß nicht mal, was das ist. Offenbar Asgards Brass. Also so ein God of War in VR, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Muss mir mal anschauen, bei Zeiten. Aber ja, es ist halt nicht auf Steam. So. E-Chaos Vive Tracker? Nee, es war wirklich irgendwie so eine Art Zylinder fast schon am Kniegelenk angebracht. Sind mir schon ewig her, als ich gesehen habe. So. Wenn er wieder belebt wurde, ist er quasi revived. Oh. Er ist Skyrim direkt in VR. Okay. Jedenfalls. Ich habe nochmal das hier, was man sich ordentlicher durchschauen kann. Ich habe dieses Jahr 27 neue Spiele, was erstaunlich viel ist für meine Verhältnisse. Dieses Jahr war spieletechnisch halt auch tatsächlich ein sehr, sehr starkes Jahr. Also manche Spiele waren halt eher mäßig, aber es gab halt auch sehr gute Spiele dabei. Die Median 4. Viele inaktive Nutzer, wa? Dieses Jahr habe ich hier, glaube ich, auch mehr Spiele, Spiele, die 2023 veröffentlicht wurden und von mir gespielt wurden.
War bestimmt ein Druido der Zylinder an den Knien und einen Speerbolzen, damit er nicht abhaut wie C3PO nach einer Landung. Ladung Monster. Für mich leider nicht wirklich. Was? Chaos? Mit? Was denn? Ich weiß. So, spieletechnisch, das ja. Okay. Gut, Seven Days gibt's schon länger. Aber Going Medieval haben wir dieses Jahr gespielt. Ach ja, ich mache so selten Screenshots, aber hier, wo ich einmal in der Pause. Also, ich habe das Spiel pausiert und genau in dem Moment trifft ein Blitz ein. Das ist. Eigentlich wollte das hier haben. Es ist schon ein Highlight. Badumts. Für mich spieletechnisch für mich dieses Jahr nichts. Oh, die irgendwann spiele ich Patch Quest auch noch weiter, sobald ich überhaupt wieder streame. Aber Sport und Mental Health haben aktuell Vorrang. Jo. Ja, Starfield halt war eigentlich nur im September. Ja, 29 Sitzungen. Also 29 Mal das Spiel gestartet und ich habe ja zwischendurch noch kleine Mods installiert für mehr Erfahrungspunkte und eine bessere Sortierung im Inventar. Und trotzdem hat das angeblich mit die meiste Spielzeit überhaupt im Jahr, ne? Hier steht halt nicht die Anzahl an Stunden, das ärgert mich total. Warum steht hier nicht, wie viele Stunden man gespielt hat, sondern nur immer Prozent der Zeit von. Alles immer irgendwie relativ. 13% der Gesamtspielzeit. Ja, aber von was? Von wie viel? Was ist denn das in Stunden? Seven Days Going Starfield VR fragen. Boah, Seven Days will ich auch nicht in VR spielen. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, Starfield war inhaltlich letzten Endes ziemlich bitter. Irgendwie so richtig. Ja, also man hätte so viel mehr draus machen können. Immerhin hat es wenig Bugs. Das muss man, darf man dem zugute halten. Bin super froh, dass ich das dieses Jahr endlich anfangen konnte. bin mal gespannt, wie viel. Also wir haben ja noch einiges vor uns an Gebieten, aber. Es wird auch langsam, also die Karte bekommt mehr und mehr Punkte da freigeschalten. Mit abgeschlossen. Worin? Na gut, das haben wir halt jetzt erst angefangen. Im August habe ich wohl irgendwie mal reingeschaut. Monatsübersicht ihrer Spielzeit. Der graue Balken unten ist immer Sonstiges. Space Engineers. Ja, Space Engineers ist halt das. Ist halt immer noch komplett zum Rausschmeißen. Dann komme ich aus. Ja, das habe ich schon verstanden, Buddy. Ja, Starfield. September eigentlich nur Starfield. Und Immortals of Aveum. Immortals of Aveum hat mir echt viel Spaß gemacht. Also da finde ich schade, dass das so dermaßen gefloppt ist. Space Engineers. Ich bin ehrlich, also. Ich würde lieber ein zweites Mal Immortal spielen als Starfield, als Starfield eigentlich auch, aber ich meine auch als Space Engineers. Von daher, Cities 2 ist ja auch so ein ich selbst habe eigentlich keine schlechte Performance-Erfahrung gemacht. Also dahingehend hatte ich ja nie so dermaßen Probleme. Jetzt mittlerweile, wo wir über 200.000 Einwohner haben, da wird die Simulation tatsächlich mal langsamer. Aber ansonsten lief es eigentlich immer ganz gut. Herrje. Wir haben auf mehr als einem Gerät gespielt. Ja, auf dem Rechner und VR, das sind offenbar zwei getrennte Geräte. Auch warum wabert hier so ein Licht im Hintergrund rum? Das ist ja fürchterlich. Ist ja richtig fürchterlich. Jeremy ist gespielt in VR-Spiele. Da wird's, ja. Ich habe dieses Jahr im Grunde genommen nur drei Spiele wirklich gespielt. Das ist einmal Skyrim, Beat Saber und das Townsman. In Zenith hatte ich nur mal reingeschaut. Achso, ich dachte gerade 160 Sitzungen da drin. Und in Tetris haben wir ja gerade erst einmal gespielt. Steam Deck ist auch ein eigenes Gerät. Ja gut, aber es ist ja auch wirklich ein eigenes, also das kannst du ja auch
entkoppelt von einem Rechner benutzen. Die Index kann ich nicht getrennt von meinem Rechner benutzen. Ja. Linux ist auch ein Gerät bei mir. Was? Ach du Schande. Okay. Im August haben wir sehr viel gespielt. Vom 12. bis zum 29. 17 Tage in Folge irgendwas auf Steam gespielt. 7 Days. Begann eher Ende August. Cities, Avorion. Also, wo gemerkt Cities Skylines 1 noch? Avorion, Deep Rock. Wer ist Avorion? Also, ja doch. Deep Rock, Skyrim VR, Townsman, Yorgyu. Das ich von meinem Bruder letztes Jahr zu Weihnachten mal angeschaut hatte. Also von Dimantu. Age of Empires 4 und Immortals. Ja, und das sind so die Spiele, die insgesamt so dieses Jahr dran waren. Also so wenig Auswahl war es nicht. Und nächstes Jahr kommt gefühlt irgendwie auch wieder so viel bei rum. Da können wir natürlich mal reinschauen. Was kommt denn nächstes Jahr so bei rum aus der Wunschliste? Frostpunk 2 kommt 2024. Homeworld 3 kommt im März 20, also Anfang März 2024. Utopia ist schon rausgekommen, das habe ich gerade erst relativ kürzlich mal auf die Liste gepackt. Demo gespielt. Ich muss die Demo noch weiterspielen. Vermutlich System statt Gerät, besseres Wort. Ja, das passt besser. Ja. Ja, das passt besser. Hier, Horizon Forbidden West, das habe ich noch gar, also ich habe Zero Dawn auf der PlayStation von meinem Vater gespielt und Forbidden West noch gar nicht und da bin ich mal sehr gespannt, ob das vielleicht irgendwann mal dann für PC rauskommt. Und wenn ja, ob mein System das leisten kann. Weil Horizon war ja auch so ein grafisch echt hervorragendes Spiel und gameplay-technisch halt auch echt super gemacht. Also super, super abwechslungsreich, die ganzen Geräte. Da sind wir wirklich bei Geräten. So ein Falconier. Falconier selbst habe ich noch gar nicht durchgespielt, aber bald verfügbar. Entschraudet, 24. Januar 24. Buddy, wie schaut's aus? Das wäre so ein Spiel, hat so eine Ähnlichkeit zu Valheim. Ne? Sollte schon klappen. So leistungsstark ist die PS5 dann auch nicht. Na gut. Gut. Ja, sehr schön. Ich schieb das da mal weiter nach oben, ja. Schon fast contrari. Es ist besser. Ja, Entschraudet, da können wir uns auch mal wieder reinschauen. Es ist halt so ein. Es ähnelt sehr einem Valheim. Und dieses andere Herr der Ringe-Spiel, Return to Moria, das ist auch. Geht auch in so eine Richtung wie Valheim, Entschraudet und macht auch einen guten Eindruck. Da schaue ich mir, oder habe ich mir Let's Play angeschaut, aber noch nicht zu Ende geschaut, oder beziehungsweise es läuft halt noch, aber ich bin irgendwann stehen geblieben, weil keine Zeit mehr und das sieht auch interessant aus. Ah, Stargate Timekeepers. Ich habe mir die Demo geladen. Die ist schon auf meinem Desktop drauf, ich habe es nur noch nicht gespielt. Aber von oben weiter. Fata Deum ist wieder ein Spiel für VR. Oder war es? Nee, ist es nicht. Warte mal, Fata Deum. Das war ein, das sollte mal Richtung Black and White gehen, aber irgendwie ist das schon seit Ewigkeiten und 3 Jahren angekündigt, aber es kommt einfach nicht raus. Schlachtsahne von Mittelerde, der Hobbit-Bag-Simulator. Liebe die Tolkien-Zwerge, aber das Moria-Ding ist, hackt gar nichts. Okay. Back wie Backen. Der Hobbit-Back-Simulator. Ja, okay. Dann wurde ich auch Back-Simulator. Ach ja. Ja. Jedenfalls, Fata Deum sollte sowas wie Black and White werden, aber irgendwie kommt es einfach nicht raus. Also sowas wie bei Falconeer und... Okay, die hier haben immerhin mittlerweile, also gerade Homeworld hat mittlerweile ein Release-Datum und Frostpunk 2. Ja, mal gucken, ne? Stronghold Definitive, ja, okay, die habe ich mir
Ist halt in der Wohnschlüssel zur Beobachtung. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Ich warte eigentlich eher auf Stronger Crusader Definitive. Weil Crusader hat viel, viel, also ich weiß nicht, zu diesem Stronghold habe ich irgendwie nicht so die Verbindung wie zu Crusader. Ja. Stargate Timekeepers im Januar 24, das werde ich aber wahrscheinlich nicht, also weiß ich noch nicht, ob ich die Zeit dafür finde. Vater Dium, der Vatikan-Simulator, sei der Papst und bekehre die Welt. Ob ihr dann auch wieder bekehrter Bauarbeiter oder sowas wird kommen, ganz bestimmt. Was denn? Stargate? Wenn ich das spiele? Irgendwann bestimmt auf jeden Fall, aber wann ist halt die Frage. Und ja, wie gesagt, ich werde nächstes Jahr nicht so viele neue Spiele holen, deswegen bin ich da sehr skeptisch mit Zusagen. Ratchet & Clank habe ich eigentlich mehr so als ja. Huch, ich habe gar nicht drauf geklickt. Stronger Crusader. Achso, ja. Das hatte ich mir eigentlich mal so aus Neugier gemerkt, weil soweit ich weiß, ist das aus, also ein Spiel ähnlich wie mit Spyro und dazu unterstützt es halt hier so, ne, DLSS 3 meine ich nicht, ich mag hier auch Raytracing, hier, das da. Das ist immer so ein Spiel, wo ich mal meine Grafikkarte wirklich voll ins Ausnutzen kann, weil bis auf Cyber, also nein, bisher habe ich ja kaum wirklich Spiele, die irgendwie Raytracing wirklich benutzen. Also so vollumfänglich benutzen. Der Ministranten-DLC ist im Kirchenjahrpass enthalten. Was? Achso. Für den Waffen. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das habe ich mir mehrmals so zur Beobachtung gemacht. Aber 60 Euro, das ist. Nee. Nee. Das hier ist ein C&C ähnliches Spiel. Ich weiß noch nicht. Das steht mir zur Beobachtung. Fastest Frontier ist sowas wie Banished. Steht auch nur zur Beobachtung hier drin. Ubi Quest, da bin ich mal gespannt, wenn irgendwann mal wirklich Material dazu rauskommt oder wenn halt wirklich mal Veröffentlichungsmaterial dabei ist, weil oh, warum sind die Screenshots so klein? Es ist halt voxelbasiert, also ne, Block, aber man soll wohl relativ einfach groß bauen können und dann gibt's halt. Naja, ihr seht's ja. Also so rein von. Warte mal. Okay. Basenbau, Verteidigung und irgendwie. Es sieht einfach interessant aus. Heidringes Ding ist einfach nicht in Masse tauglich bei Preisen. Ist. Wie meinst du das? Achso, warte, ich sollte weiter oben lesen. Da hat mir Steam das HD vorgeschlagen. Ah, dabei war Raytracing schon in Battlefield 5 ein großes Ding, aber danach kam nichts mehr. Ja, Cyberpunk ist halt weiterhin das Vorzeigespiel für Raytracing, ne? Oder wenig. Ja, wenig. Dabei ist Raytracing ja gar nicht mal so, ich meine, das ist. In der Unreal Engine ist es halt ein Schieberegler, mehr oder weniger. Soweit ich das. Ja, vermutlich die Optimierung und so weiter. Das ist eher das Problem, dass es dann auch tatsächlich vernünftig läuft. Die 30er und 40er Serie machen da schon was, aber um was flüssig in geil zu spielen, muss die Hardware zu den Leuten. Ja. Dafür ist die 40er Serie zu teuer. Ja. Gestiegenen Hardwarepreise machen das auf jeden Fall, machen da auf jeden Fall Probleme. Das ist gar nicht bestreitbar, zumal also, wenn du halt in Full HD spielst, reicht die 10er Serie oder die 20er Serie auch immer noch vollkommen aus. Egal, ob du dann eine 1060 6 GB hast. Ich habe sie bei mir ausgetauscht, weil ich halt gerne 4K und VR und sowas unterstützen wollte, aber rein prinzipiell in Full HD reicht's für die meisten Spiele. Klar, für die ganz neuen, so Starfield und auch hier Ratchet & Clank und so, das wird darauf nicht mehr so gut laufen, aber ja, richtig, die 1080 Ti ist meine aktuelle Kraker, ja und sowas. Ist, für Full HD reicht das ja auch. Danach noch die 3060 und dann ist Ende. Meine 2080 im Laptop schafft halt auch noch das meiste in gut bis hoch.
Ich habe ja WQHD und selbst das geht bei fast allem noch mit 100 FPS. Mhm. Mit welcher Grafikkarte? Ich meine, da ist es 1080 Ti. Ja, okay. Mhm. Bei 3 Monitoren. Mhm. Wobei das mit den mehreren Monitoren mittlerweile nicht mehr so ausschlaggebend ist, weil wohl, wie war das? Ich habe mich irgendwann dazu mal so ein bisschen angelesen. Es geht weniger darum, wie viele Monitore oder wie viel Displayfläche du angebunden hast, sondern mehr darum, wie viele Fenster du irgendwie bewegt, also wie viele Aktualisierungen die Fenster dann brauchen. Solange das Bild statisch ist, hast du quasi keine Ladung, also keine Rechenleistung auf den, die abgefragt werden muss, weil es passiert ja nichts. Mit Single-Monitor 4K dürfte auch gehen. Das ist halt auch noch so ein Ding, ne? Solange 4K als Auflösung noch nicht sich voll durchgesetzt hat, was wohl auch noch ein paar Jährchen dauern wird, ist, ja, diese wahnsinnige Rechenleistung, die eine 4090 hat, brauchst du eigentlich erst, wenn du wirklich 4K und Raytracing Ultra etc. benutzt. Oder halt eben VR 4K in Kombination, da wäre es dann auch so ein Punkt, oder? Weil du halt den VRAM brauchst. Das ist, glaube ich, noch mit bei mir die größte Schwierigkeit, dass der VRAM bei den Grafikkarten so knapp ist. Also bei Nvidia-Grafikkarten so knapp ist. WQ 4K. Schönen bewegten Desktop-Hintergründe. Habe ich nie herausgefunden, wie man die macht, aber ich habe mich auch nie damit beschäftigt. VRAM. Nee. Zu wenig. Ansonsten, ich muss sagen, hardware-technisch, bei den CPUs hatte ich ja auch wahnsinnig viel getan. Also gerade bei AMD gibt eigentlich keinen Grund mehr, bei Intel zu kaufen. Wallpaper Engine, muss man auch wie die kaufen. Mhm. Waren ActiveX-Dinger oder der so? Der Fokus. Der Fokus. Oh Gott, oh Gott. Kamera ist unscharf. Mit. Wirklich? Ich hab's ja heute schon eingestellt. Die Kamera ist doch in Ordnung. Achso, kommt drauf an, worauf man seinen Fokus legt. Achso. Eieiei. Auch schon die Mantel für falsche Fokusmeldung. Ja, wirklich. Wallpaper Engine auf Steam. Mhm. Und dann war Abwiste oder so Sense. Hm. Ich erinnere mich nur an den Windows XP Röhren Labyrinth Hintergrund. Wo sich irgendwie so und so aus Röhren lauter Gebilde konstruiert haben. So Bildschirmhintergründe gibt es auch gar nicht mehr hier, so für Inaktivität. Bildschirmschoner, ja genau, nutzt heute auch keiner mehr, ja. Falschmeldungen sind zwar typisch für Fokus, aber hier ist es ein anderer gemeint. Ja, nun, Röhrenbrot, Bröt, was? Was? Lieber ausschalten statt bunt laufen lassen. Mhm. Ein Rockräder Radiobildschirmschoner. Räder Radiobildschirmschoner? Das hin und her wackelnde Radio? Bildschirmschoner sind bei OLED-Monitoren wieder im Kommen. Hm. Genau das meine ich. Ja, okay. Aber hab ich nicht. UD, ULED, ja, die machen da auch irgendwie super viel und immer neue Bezeichnungen für eine leicht andere Technik. Aber es wäre erstmal schon mal ein Fortschritt, wenn sich 4K durchsetzen würde. Dann gäbe es auch mehr Interesse wieder an stärkerer Grafikkarten, an stärkeren Grafikkarten. Und wenn die Preise halt runtergehen, das ist ja fürchterlich.
Der Quantum Dot OLED. Quantum Dot ist doch schon wieder out. Okay. Versucht halt irgendwie Monitor, ne? Nano, Quanten, OLED, HDX, Duft, C. Eieiei. Ja. Wie schon erwähnt, CPUs haben sich dieses Jahr sehr stark entwickelt. Also allgemein in den letzten 2, 3, 4 Jahren, aber hauptsächlich also mit den 7000er Serie in mit 3DV Cache. Also die sind effizient, die AMD CPUs, es ist unglaublich effizient und wahnsinnig rechenstark. Inken, ja, das ist eine gute Idee. Niemand, wir haben festgestellt, dass der Avorion-Server eventuell doch manchmal kleinere Schwierigkeiten bei der Simulation hat. Der Server mit 80 Kern AMD. Oh. Es ist nichts Dramatisches, aber manchmal fällt es auf, dass irgendwie die Stationen herumbacken. Aber es ist selten und verschmerzbar. Also, alles gut. ja, ich würde hier mal weiterschauen. Forever Skies ist schon rausgekommen, auch in diesem Jahr. 22. Juni und direkt darunter 20. Juni. Wahnsinn, 2 Tage Unterschied zwischen den beiden Spielen. 1000 Minecraft-Server? Ich glaube, wir haben dann endlich einen ruckelfreien Bahnhof. ich glaube, das Ruckeln kommt eher vom eigenen Rechner. Und der wahnsinnigen Ineffizienz von Java Minecraft. In der Version. Ich sehe schon, wenn eine Gehaltserhöhung kommt, bleibt am Ende nichts mehr zum Leben übrig, weil wir den Ultra-Server mieten. Ach Quatsch. Das müssen wir wirklich nicht. Wie da war es? Wir sind jetzt ja quasi nur auf einem Mail-Server eigentlich. Na gut, am Mac ruckelt es gar nicht. Ach, hör mir auf. Jedenfalls, Forever Skies, auch dieses Jahr rausgekommen, war auch in Interesse. Man kann sich da sein eigenes Luftschiff bauen und hat halt so eine völlig verseuchte Umgebung und muss da irgendwie überleben. Ja, man kann sich hier sein Schiff immer erweitern, diverse Sachen reinbauen, an alten Gebäuden landen. Ein i7 7700 irgendwas müsste das sein, was derzeit unsere Spiele hostet. Geht ja sogar. Ein männlicher Server, ein Mail-Server. Oh Gott. Aha, also spielt ihr es auf der Erde nach der Klimakrise. Also spielt es in der... ja, so ziemlich. Und Vergiftung. Das hier unten, dieser ganze Nebel, alles, diese Sporen sind wohl Gift. Also man kann da ein paar Sachen bauen. Aber so richtig so richtig in meine Prioritätenliste hat sich das nicht geschoben. Die Pegasus Expedition sollte ein Art Stellaris werden. Aber auch das habe ich eigentlich mehr zur Beobachtung drin. Mandalords im April 24. Wird auch wieder sowas wie Banished, Life is Feudal, Village, irgendwie sowas. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Bin nicht sicher. Dann Tempest Rising ist wieder so eine Art C&C, beziehungsweise Supreme Commander Spiel.
Eine Basis aufbauen, Gerätschaften bauen und Gegner angreifen. Oder verteidigen, je nachdem. Ein Strategiespiel. Irgendwann verfügbar. Hat noch nicht mal so, ich weiß nicht, das ist auch schon seit 2022 auf der Liste. Captain of Industry, kommen wir noch zu. Admiral of Industry, ja. ich muss sagen, bei dem Spiel bin ich mit, also allgemein bin ich im Moment mit diesen Industrie-Automationsspielen irgendwie erstmal ein bisschen gesättigt. Also Factorio ist ja schon eine Klasse für sich, Satisfactory auch und noch mehr Spiele in der Richtung, die dann wieder so wahnsinnig viel Zeit fressen. Dyson Sphere Program habe ich ja sogar, habe ich auch mal angespielt, aber ich bin auch nicht so richtig zu Ende gekommen damit. Dann King of Dwarfs Underground City Builder ist halt auch irgendwie, es steht in der Wunschliste seit April 22. Hier sind ein paar nette Screenshots, mal mehr, mal mit, also mit UI. Ja, so ein, ja. Ich weiß nicht, was hier so, also was, ja, es ist halt auf der Liste zum, kann man mal gucken. Ja, Captain of Industry haben wir eben schon gesagt, -12%. Outpost Infinity Siege. Ich glaube, das war auch bei der E3 letztes Jahr oder so. Auch wieder also so Tower Defense Basenbauspiel. Mit offenbar sehr viel verschiedenen Verteidigungsmöglichkeiten. Ein paar Verteidigungsmöglichkeiten. Schiffsgeschütze und MGs. Ja, okay. E3, gut war's. Ja, stimmt, die wurde jetzt, oder ist ja jetzt, gibt's nicht mehr. Die E3 gibt's nicht mehr. Ja. Steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Mal gucken, ob man irgendwann mehr dazu erfährt. Februar 24, ja, großartig. Sieges of Kataria. Sowas wie Stardew Valley nur in 3D, ja. Weiß ich auch noch nicht, ob da war, also. Ja. Habe ich auch bei der E3 mit auf meine Wunschliste gepackt. Elysia ist ein VR-MMORPG. Wo ich mal im Moment auch eher zurückhalte, was so. Ja. Warriors. Ein VR-MMORPG. Allein die Wortkombination ist es schon wert, das mal auszuprobieren. Aber es ist, ja, im Moment wohl noch ein bisschen buggy, was den Login angeht. Einloggen in den Servern ist nur 9 von 10 Mal erfolgreich. Na, immerhin. Liebe Alexander, nun weiß ich, dass auch im Spiel noch nicht an uns gedacht wurde. Es hilft gut, in Englisch zu sein und notfalls auch Slang-Begriffe zu kennen. Oh. Die ersten Quests konnte ich abschließen, wo ich ändern, dass Charles leider mehrfach nicht möglich war und mir nicht ersichtlich war, warum. Ja, also das Login scheint so langsam zu funktionieren, aber insgesamt kommt das Spiel noch nicht so gut weg. City of Atlantis ist auch noch so ein, kann man sich mal irgendwann anschauen, die Wahl ist genau dasselbe. Aloft haben wir die Demo gespielt, die war auch tatsächlich ganz gut, aber wann tatsächlich mal da ein Spiel rauskommt, keine Ahnung. Survival Machine? Weiß ich gerade nicht mehr. Basenbau gegen Zombies. Aber in einer etwas netteren Umgebung offenbar. Ach doch, ich erinnere mich. Man baut auf diesem Fahrzeug seine ganze Basis. Mit mehreren Stockwerken und so weiter und fährt dann durch die Gegend, kann Ressourcen sammeln und das Ding fährt quasi immer weiter und man wird halt immer wieder angegriffen. Ich erinnere mich. Das hat richtig guten Eindruck auf E3 gemacht. Aber auch da halt bald verfügbar. Das ist
Und das hier ist irgendwie sehr merkwürdig. GTS 450, 1 GB. i5 2300. Das erscheint mir noch nicht so ganz realistisch. Ich meine, selbst bei, also, ne, das kommt ja auch, ja, naja. 2.1. Ne, das war offenbar nicht die E3. Das sah auf jeden Fall super interessant aus, aber keine Ahnung, wann es kommt. Starship Evo bin ich am Überlegen, wieder runterzuschmeißen von meiner Liste. Das ist irgendwie auch so ein Titel, der seit Ewigkeiten im Early Access ist und so ein bisschen was von Space Engineers hat. Man kann halt seine Raumschiffe zusammenbauen und hat hier Planeten und um die Sonne gibt es halt diesen Ring. Ja, so ganz sicher bin ich mir bei dem Spiel aber auch noch nicht. Ich habe seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste, hier seit 2020 ist es drauf, also im Early Access. Ach, naja. Weiß ich nicht. Ich habe es auf der Liste, aber damit aktivierst du das Spiel als Text-Adventure mit der GTS 600. Was haben wir noch? Wisp. Ein VR-Basen, nein, Weltraum-Stationsbau-Spiel. Ist auch auf der Liste, weil irgendwie Weltraum und VR, das ist prinzipiell erstmal keine allzu schlechte Angelegenheit, aber wie es tatsächlich ist, keine Ahnung. Ich habe mir noch nie Gameplay dazu angesehen. Irgendwie zeigen die immer, nee, die zeigen nicht dieselbe Basis. Komplexe Raumstationen und verteidigen sie gegen anrückende Gegner. Ziel des Spiels ist jeweils unsere vorhandenen Raumstationen auszubauen und mit im All verteilten Monumenten zu verbinden. Das wäre recht einfach, wenn wir nicht unsere Ressourcen managen und uns zeitgleich vor feindlichen Raumschiffen schützen müssten. 1,5 Stunden, 0,9 Stunden, 19 Stunden, 0,6 Stunden. VT200 Beste. Was ist denn VT200? Against the Storm bin ich am Überlegen, wieder runterzufahren. Das ist auch wieder so Städtebausimulation mit. Ja, weiß ich nicht. So richtig überzeugen konnte es mich nicht. Land of the Vikings ist auch eher so ein. Kann man sich irgendwann nochmal anschauen. Spaceborne 2. Sehe ich nicht mehr. Colony Multiplayer. Aha. Basenbau im Weltraum. Man könnte meinen, ich habe so eine gewisse Stilrichtung, die ich verfolge, wa? Das ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen das Hinterhertrauen nach einem guten Space Engineers. Okay. Nur mal gucken, ne? Ara, History Untold. Das sollte, glaube ich, sowas wie Civilization werden? Bin mir nicht ganz sicher. Ne, 100, aber egal, upsi. VT100 sagt mir aber auch nicht mehr. Early Warships, ah ja. Also es sollte jedenfalls auch in eine Richtung von Civilization gehen. Ja. Aber ist halt auch bisher noch, keine Ahnung, Publisher Xbox Game Studios. Ah ja. Wandering Village. Mal gucken. Man baut seine Stadt auf dem Rücken eines Dinosauriers, der immer weiter voranschreitet. Kirby Space Program 2 ist halt leider, also inhaltlich und Performance, dem ersten Teil noch massiv unterlegen. Sollte erst als Volltitel so ungefähr rausgehen, nicht als Early Access.
Wurde dann kurzerhand zu Early Access umdeklariert, kostet aber trotzdem 50 Euro. Videoterminal wird heute noch in jedem Konsolenfenster emuliert. Okay. Ach, ich meine, ja, da kommt irgend so eine Erinnerung. Hattest du dazu mal ein Video geteilt irgendwo? Auf den gängigen Discords von uns? Jumplight Odyssey hatte ich, glaube ich, auch auf der E3 mir angeschaut. Also dieses Jahr, ne, 8.6. könnte auch Gamescom oder so gewesen sein. Ja, stimmt, hatte ich. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wieso sich das so wenig behauptet hat. Ich habe mich mega auf das Spiel gefreut, bin momentan nur gewährt. Gibt es einen Bau in Auftrag, es werden keine Güter transportiert, obwohl genug vorhanden ist. Grün- und Gelb-Alarm getestet. Personal sitzt rum, guckt die Sterne an, streift umher. Und dann, ach so, aber werden Güter transportiert? Nein. Ja. Pioneer Race of Pagonia ist ja gerade erst in den Early Access gegangen, vor ein paar Tagen. Siedler-Nachfolger. Dwarfdelf ist, mal gucken. Kam auch dieses Jahr Gamescom E3, irgendwie sowas. Hier Seed. Genau dasselbe. Wenn das von den Daten her so zusammenliegt, dann war da irgendein Trailer-Show. Summer Games Fest war's. Ja, ich erinnere mich. Summer Games Fest ging ja über mehrere Tage. Da kam auch das Spiel hier raus. Auch so ein Ungetüm, das sich quasi durch die Welt bewegt und man lootet und baut und kämpft und baut und kämpft und baut. Tectonica ist schon rausgekommen, ist auch so eine Art Satisfactory, auch wieder mit Automation und so. WT Winston. Kommt ein Flauschedrache raus. Pagoden der Planaren. Oh, hier wegen Pioneers of Pagonia. Mhm. Ja, und so langsam hier hinten weiß ich noch auch nicht mehr. Genau, irgendwas bei mir persönlich. Station to Station, die Demo habe ich gespielt. Das war tatsächlich ganz ein recht hübsches Spiel. Auch dieses Jahr rausgekommen. Das hatte ich ja, meine ich, auch im Stream zumindest mal. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die Demo habe ich gespielt. War ein super süßes kleines Spielchen. Man baut nach und nach Verbindungen und da entwickelt man quasi dann die Umgebung immer weiter. Und ist halt super lieb animiert mit dieser ganzen Voxel-Technik. Ist ein paar Herausforderungen und so. Eigentlich sehr, sehr entspanntes, schickes Spiel. Chaos, du hast 2 Qs geschrieben. Ein Q zu viel. Ja. Blacksmith Master. Ja. War halt auch interessant aus. Bei Bergbau bin ich auch gern dabei. Und Schmieden. Usa, tief und ruhig atmen, sonst habe ich gleich 2 Frauen weniger in meinem Leben. Halleluja. Was? 40? Ach man, irgendwann schreibe ich was und Maggi wird dann sagen, jo, sehr gut. Und dabei ist dann ein Fehler da drin. Achso. Ich meine, das ist nicht mehr jetzt. Was habe ich hier noch drin? Foundry ist auch sowas wie Satisfactory. Waldmender ist in Beobachtung. Noxy schläft im Moment vielleicht dann gleich auch mal nach schon über 2 Stunden. Oje. Aber was ist passiert? Hier sonst noch was? Ich glaube, das war's. Heftiger, nur VR. Ich glaube, wollte ich mir mal für VR anschauen. Man schießt und arbeitet sich quasi durch Kühlen, Systeme und so. Mit Multiplayer offenbar.
Naja. Aber das war so grob mal so ein Durchblick. Kommt davon noch irgendwas? 24 Settlements Rising. Stadtbau 24. Also 14. 14 ist was anderes als 24. Eieiei. New Cycle, Januar 24. Ja. Naja. Interessant sind eigentlich nur die oberen hier. Frostpunk 2, Homeworld 3, Entschraudet. Und bei den drei hier bin ich auch, also die sind am ehesten Kandidaten, die ich dann nächstes Jahr spielen werde. Magie, lass uns mal Akron Attack of the Squirrels oder wie das heißt, spielen. Du in VR, Chat am Handy. Wie Chat am Handy? Und weiß nicht, was das ist. Hier. Akronis Attack of the SSD. Ja, da muss ich auch irgendwie gerade dran denken. Ist ein Multiplayer, aha. Achtung, Achtung. Es handelt sich um ein VR-Spiel mit hohem Suchtpotenzial und muss mit mindestens einer weiteren Person gespielt werden, die dem Spiel über ein Mobilgerät beitritt. Das benötigte Handyspiel für iOS und Android ist kostenlos. Mhm. Roomcode. Was genau tut man da? Hä? Das waren schon alle Bilder. Also diverse Roomcodes, die man sieht. Weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was man eigentlich tut. Ich hab das Spiel schon, brauchst du nicht extra kaufen. Ja, aber was tut man in dem Spiel? Irgendwie sagt mir das hier halt auch, also das hier ist jetzt auch nicht unbedingt so richtig die Spielbeschreibung. Was tut man denn da? Spiel ist in 10 Sprachen verfügbar. Achtung, hast du gesagt, dass die goldenen Eicheln in diesem nussig verrückten Multiplayer-Partyspiel Resolution Games zu beschützen? Oder bist du eher hibbelig wie ein Eichhörnchen? Ich werde aus den Bildern nicht so richtig schlau, was man da jetzt tun soll. Ein Spieler in der VR unterstützt durch lalala, weil wir Index schlüpft in die Rolle des Baumes. Der alleiniger Beschützer der goldenen Eichel ist, er muss mit den Handcontrollern Holzstücke, Felsbrocken oder klebrigen Saft greifen und werfen, um die Eichhörnchen auf Abstand zu halten. In der Zwischenzeit schnappen sich 1 bis 8 Mitspieler ihre iOS- und Android-Geräte und werden zu rebellischen Eichhörnchen, die alles daran setzen, die goldenen Eichen zu stehlen und sie mit einer Palette an einzigartigen Fähigkeiten und Werkzeugen sicher zu ihrer Basis zurückzubringen. In jedem der 8 Level tauchen die Spieler in üppige Naturwelten ein, von nächtlichen Waldlichtungen über einen sonnendurchfluteten Bach bis hin zu launischen Schlümpfen und haben haben die Qual der Wahl, welche Rolle sie übernehmen möchten. Okay. Das sieht so ein bisschen nach einem Samstagsrundenspiel aus. Auch keine Ahnung, hat mir ein Kollege empfohlen, der es mit seiner Familie spielt. Akronieren, Hami. Einer gegen die Eichhörnchen. Also erstmal 3 Energies zum Start des Spiels. Schlümpfe beschützen. Schlümpfe. Gute Idee, würde ich auch sagen. Also es klingt ziemlich nach was man mal in einer Samstagsrunde spielen kann. Bitte mehr davon, ist es so frustrierend, dass es so wenig gute Feuer-Party-Spiele gibt. This game crashed my PC and then corrupted my SSD. 10 von 10 will crash again, was? Ja, dann folgen und Bibliothek. Ach. Kommt mit in die Liste hier. Nur dann. Hab Energies gehört. Samstagsrunde klingt gut. Ja. Hab Energies gehört. Prost. Erstmal eine Dose Monster. Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Okay. Kann ich, also, ja, Samstagsrunde. Ich teaser das mal an, kann ich das hier einmal kopieren? Weiß das mal in den Discord. Dann hätten wir doch nächstes Jahr mal was für die Samstagsrunde. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Moss ist in meiner Bibliothek für Magie verfügbar. Downs of Epitome wohl auch sehr empfehlenswert. Ohne meine Bibliothek. Ja, die Spiele habe ich auch schon gesehen. Ja. Also wie gesagt, es gibt ja noch eine Menge für VR, was ich halt alles noch gar nicht angespielt habe. Hier auf Ghost Signal bin ich auch super gespannt. Weil Stellaris ist halt ein richtig, richtig gutes Strategiespiel. Und ich bin mal gespannt, wie was das hier dann ist. Also das ist ja explizit nur für VR entwickelt und irgendwie, ja, mal gucken, ne? Ja, also für VR habe ich auf jeden Fall noch das ein oder andere an Spielen. Boros muss ich auch endlich spielen und Terrascape sollten Nemanto und ich ja auch mal spielen, aber irgendwie sind wir dazu auch nie bisher gekommen. Vielleicht können wir das ja jetzt mal an Weihnachten spielen, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Sie hat quasi schon geschlafen, jetzt sitzt sie erneut. Aber ich bin ehrlich. Mir geht's auch manchmal so, stundenlang wach zu liegen. Also, dass es doch eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist nur furchtbar nervig für alle Beteiligten. Lynn hat morgen Urlaub und muss noch arbeiten. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ich wurde ja auch direkt am ersten Urlaubstag erstmal angerufen und war heute auch in dem Meeting, obwohl ich Urlaub habe. Und ich sehe auch schon in den Mails, die ich dann heute gesehen habe, ach, naja. Urlaub. Wollte sie heute Abend machen. Ja, okay. Ich verstehe die Problematik. Macht nix, sagt Nin, dass sie deinen Platz in War Thunder einnehmen kann. Das wird wohl nichts. Ja, es wird wohl beides nichts, ne? Ach, Mann. Wollen wir denn heute noch eine Runde spielen? Also, so War Thunder oder... Irgendwas anderes habt ihr, wollt ihr nochmal in irgendwas reinschauen? Wie denn? Jetzt die Cube. Da, Cube. Da, hatte ich hier nicht mehr Screenshots gemacht? Naja. Cube VR hatte ich mir auch mal. Also, ja, da würde ich auch gerne irgendwann mal nochmal wieder reinschauen. Dual-Wield Copper Sledgehammer. Das weiß ich, ich habe direkt Eisenhammer gebaut, deswegen habe ich nie das Achievement gekriegt. Ich hau mich da mal aufs Ohr. Gute Nacht, Nemanto. Achso, du hast noch nichts gesagt. So, wollen wir mal dann hier Terrascape in Weihnachten so rumspielen? Nehmen wir einfach das Matchup mit und alle Sachen zum Meeting und so mit, weil ich dann genau weiß, wenn ich so gut vorbereitet bin, mache ich nichts für die Arbeit. Ich wollte schon immer Kamikaze spielen. Dann fangt ihr mit Japan bei Null an. Was? Wieso Japan? Boden, nicht Luft. Chibi Archer. Gute Nacht, Nemanto. Gute Nacht, Nemanto. Gute Nacht. Wie was? Terrascape? Das Spiel, was du mir mal geschenkt hattest, weil wir das mal Multiplayer spielen wollten? Was so ein bisschen wie Dorfromantik sein soll.
das da. Die zwei Hansel, die es auf der Wishlist bei dir haben. Also, ja, Buddy und Tiedemann. Und ungefähr, frag morgen nochmal. Ach ja, ja. Ich habe sogar die Mail in meinem Postfach behalten, weil ich wusste, dass wir das mal irgendwann zusammen machen wollten und du es mir geschenkt hast. Na gut. Diese Bundles sind auch mein... Achso, nee, weil das... Ja, alles gut. Nee, ich habe nichts gesagt. Sorry, gute Nacht. Gute Nacht, Demanto. Notiert sich die Frage. Ja. Morgen gibt's halt keinen Stream. Morgen werde ich meinen Rechner abbauen und Sachen packen 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 und Sachen packen. Fliegen. Ja, ein gutes Packen, ne? Danke. So, geh mal wieder rüber hier. Haben wir noch was? Oh Gott. Gut, ihr da im Discord. Fliegen und miau. Feier schön drüben. Ja, danke, danke. Wie gesagt, eventuell, ganz vielleicht schmeiße ich irgendwie zwischendurch den Stream an, aber ich wage es sehr, sehr stark zu bezweifeln. Am 2.1. komme ich wieder nach Hannover und ich werde vermutlich auch nicht direkt am ersten Tag dann wieder, also direkt irgendwie die Tage dann streamen, weil so doof es klingt, ich muss meinen Urlaub auch noch dann richtig, ja, das sind dann halt 5 Wochen Urlaub, die irgendwie schon um sind. Und da würde ich wirklich gerne nochmal nur Ruhe genießen. Einfach nur Ruhe nutzen. Oh je, stimmt. Man braucht dann Urlaub vom Urlaub. Ja, vor allem Weihnachten ist halt... Also ich meine, bei uns geht's ja noch, ne? Wir haben ja einen relativ kleinen Familienkreis. Von daher ist eigentlich voll entspannt. Und auch die Silvester ist da keine großartige Action oder so. Aber es ist halt... außerhalb der gewohnten Umgebung ist es immer ein bisschen aufregender. Und ich muss sagen, seit ich umgezogen bin... Hier keine Action? Nein. Ist Nanda nicht dabei? Ja, 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 ja. Oh, mach's doch nicht noch schlimmer, nein. nee, aber seit ich umgezogen bin und hier mein Studio habe mit den Vorhängen auf allen drei Seiten, ne, mit dem Greenscreen-Boden, ich brauche eigentlich nur noch mal an der Decke so Platten, dass der Hall dann nicht von der Decke kommt. Und ich weiß nicht, wie so, also ich kann nicht in Worte fassen, wie unglaublich angenehm diese Ruhe ist. Also wenn der Rechner aus ist und keine Lüfter laufen und so, ich kann es nicht beschreiben, aber das ist eine unglaublich angenehme Stille. Ich finde das großartig. Ich finde das so großartig gegenüber der letzten Wohnung, wer die ganze Zeit unter mir dann die Heizung gerauscht hat und von draußen auch diverses kam. Und jetzt hier drin, obwohl eine Baustelle gleich gegenüber ist, nichts, absolute Stille. Nur ist jetzt halt der Rechner an. Die gute Sargruhe. Ja. Nun. Danke dir, Buddy. Ich, ja.
Das ist schon was. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir dann nochmal eine Runde in War Thunder oder so reinschauen? Oder WoWs oder... Weiß ich nicht. Dilidul, ja, ich hab's gerade gesehen, dass du schon im Discord bist. Warte, hab ich hier... Ach, ich hab noch die Stargate-Demo hier installiert. Oh, es wartet schon. War Thunder brennt schon. Google. Ja, okay, ich mach ja schon. Aber die Stargate-Demo. Hi. Hallo. Stargate-Demo. Es ist Stargate, verdammt. Und ausgerechnet jetzt kommen hätten die Kobi-Modelle, die Bluebricks-Modelle nicht schon vor einem Jahr ankommen können, dann hätte ich so gesagt, ja, her damit, ich nehme alles. Aber jetzt muss ich ja sparen für einen Techniker. Würde gerne, aber naja, ist halt und so, ne? Alles gut, Ordi, es ist... Ja, es ist halt so. Ui, Buddy, Ordi, Nimantu, yay. Und Piratenflotte, also alles gut. Spiel startet schon. Nicht schlimm, dann kannst warten, bis alle Modelle verfügbar sind. Ja, und dann eben nicht mehr verfügbar sind, weil sie ausverkauft sind. Und im Preis gestiegen sind. Der Techniker geht 2 Jahre. Ich meine, das ist weniger Zeit, als die Ausbildung gedauert hat. Aber naja, du kannst mich einladen. Ich muss noch meine Daily-Login-Boni holen. Übrigens, Chaos, ich habe festgestellt, man kann also locker 2 Tage hintereinander nicht online gehen und bleibt trotzdem in diesem Login-Boni bei Stuf. Ja, bei Tag 66 du wirst, oder so. Bei Dingens ist das so, bei War Thunder ist das so, du wirst einen Tag zurückgesetzt und dann erst den ganzen Fortschritt. Du hast also einen Buffer für, sollte mal der Server für einen Tag nicht erreichbar sein. Ah. Was ja halt eigentlich immer so ein Tag ist. Bei Star Trek funktioniert das auch ganz gut mit der Verfügbarkeit. Ja, immerhin. Die werden lang gehalten. Desktop, ja, mein fürchterlich unaufgeräumter Desktop. Aber den werde ich jetzt nicht noch sortieren. Nicht in heute und morgen. 6 Leute sind online, was ist denn heute los? Los. Irgendwie laut, also Dizer hatten wir ja gestern vor 2 Tagen, Montag dabei, Daimos war vor 1 Woche dabei, Snakegott, wie weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Desams ist irgendwie auf unserem Discord, aber ich habe mit dem seit gefühlt Jahren nichts mehr gemacht. Und die Faust ist auch aus dem Stream. Den habe ich tatsächlich vor kurzem erst von der Steam-Freundesliste runtergelöscht, weil ich mir dachte, wer ist das eigentlich? Hab voll vergessen, wer das ist. Danke, dass du es mir jetzt gerade erzählst. Achso, ja, Desams ist, mit dem haben wir vor ein paar Jährchen auf jeden Fall immer wieder mal was gemacht. Ich glaube, der hat auch Minecraft mitgespielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, der hatte... Nee, jetzt verwechsel ich den mit Dreadmade. Auf jeden Fall hatten wir mit dem mal eine Zeit lang was gemacht. Dreadmady kennt man ja wenigstens. Der Dreadmade ist, der war ja auch bei Minecraft und Factorio dabei und... So, jetzt muss ich ja wieder den Panzer wechseln. Entschuldige, ich bin halt nur bei 6-0, ich kann mir 6-3 noch nicht leisten. Alles gut, kein Grund, mich gleich anzuschreien hier. Aber ich schrei doch gar nicht. Komm, ich hätte gerne den Panther F gerne, aber ich muss halt erstmal diese beschissenen Jagdpanzer rausschmeißen. Oh, 50% Rabatt. Ja, ich kaufe mir erstmal den Tiger 2P. Ich weiß nicht. Oh, der Tiger 2P ist echt. Oh, Junge, der ist richtig sexy. Ich weiß nicht, was dein Problem mit den Jagdpanzern ist. Ich mag sie nicht. Hast du den Jagdpanzer 4 bis 5? Nein, noch nicht. Den Hanomag habe ich noch nicht. Ich sag dir mal so. Also, ich habe ihn, aber ich kann ihn noch nicht einsetzen, weil ich noch den Jagdpanther habe. Ich sag's mal so. Du wirst ihn anfänglich hassen, weil er hat eine Quetschkopfgranate als Munition. Die ist wirklich scheiße. Quetschkopfgranaten haben eine sehr, sehr unwahrscheinliche Art abzuprallen. Die drücken sich nämlich auf die Panzerung drauf und explodieren dann. Ich sehe gerade die Animation, das sieht ja... Genau. Die sind aber wirklich
scheiße. Die sind scheiße. Richtig scheiße. Ich habe mit den Hanuman Kenshin, mit der Quetschkopfgranate keinen einzigen Kill gemacht. Danach habe ich die Nachfolgegranate genommen. Die kommt. Danach ging es, mit, egal mit welchem Schuss, ich habe ihn gekillt. Nicht mit der Heat FS. Panzerbrechende Hohlladungsgranate mit Leitwerk. 320 mm Durchschlag. Ja, okay, ich habe da so eine Idee, warum. Ja, pass mal auf. Nicht nur kann der verdammt gut hoch und runter ziehen, der ist verdammt schnell vorwärts, verdammt schnell rückwärts und dreht sich verdammt schnell im Kreis. Das minus, Ding ist... Minus 8 Grad, das ist mehr als jeder andere Flak da bisher. Das Ding ist die Inkarnation von sexy, wenn man ehrlich ist. Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, ja, okay. Und der fährt halt auch genauso schnell rückwärts. Also der ist halt echt nicht ohne. Also wenn du den spielst, du wirst ihn hassen wegen der Quetschkopfgranate. Wenn du die Heat hast, wirst du ihn lieben. Der Cheat FS. Der Turm dreht sich erst, wenn der Ring da ist. Magie uns wieder an den See führt. An welchen See? Der Erdkönig hat uns an den Laogai-See eingeladen. Um sich nicht dreht. So! Bei Star Trek funktioniert so, das auch warte, ganz gut, dass der Turm sich nicht dreht. Ja, du bist ja, eben wieder mit 6. Bis 15 geht ja sogar bei die 8,8 mit minus 3. Ich mag die Dinger einfach nicht. Es ist einfach, ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach nicht meins. Es ist einfach nicht sein. Theoretisch könnte ich ja sagen, ich tausche mal die Panther aus, aber ich will die Panther gar nicht austauschen. Ich würde gerne lieber den Panther F für den M109G austauschen. Gut, die Tiger kann ich noch nicht austauschen, den leichten Kampfpanzer auch nicht, weil die 6,7 sind. Und dann, ja gut, die hier will ich auch nicht fahren. Also, ich würde eigentlich gern 3 Panther, Tiger E und... Das reicht mir eigentlich schon. Die Ostwind 2 bleibt halt drin. Und dann meinetwegen noch den Jagdpanzer 4,5, wobei ich noch keine Ahnung habe, wie der ist. Das würde mir völlig reichen. Das wäre dann ein gutes 6-0er-Deck, kann man absolut spielen. Absolut okay. Aber bitte nicht mit M109G, Nashorn, Waffenträger, Sturer Emil, Flak, Panzer 470, Panzer, Jagdpanzer, Panther, schieß mich tot. Ach nee. Jetzt muss ich erstmal wieder alles zurückstellen, weil ich habe das falsche Deck genommen. Das ist so hartbelastend. So. Ohne SPAA wird es in War Thunder echt schwierig. Was ist denn SPAA? Bäh. Es ist so, eigentlich der Kass-Simulator. Computer-Algebra-System? Spa mit Doppel-A. Das ist so, wenn du in so eine Sauna gehst. Aber die Sauna fühlt sich richtig gut an. Das ist eine XXL-Sauna. Dann ist es Spa mit Doppel-A. Du meinst so eine Sauna, wo Buddy rein kann? Oh, ja, tut mir leid, Buddy. Hast du ihn als fett bezeichnet? Wenn ja, kann ich bestätigen. Was? Nochmal eine reindrücken. Nein, Buddy macht oft genug Witze darüber. Es tut mir leid, Buddy. Eben. Und jetzt vor allem kurz vor Weihnachten können wir ein paar Witze zum Geburtstag. Es ist der letzte Stream für dieses Jahr, da darf ich mich auch mal ein. Darf ich nicht. Eben, da darf Magi ja auch mal aus der Haut fahren. Ja, nee, das bin ich vor ein paar Tagen wieder. Ja, bei dem Thema wollen wir es nicht wiederholen. Ja, ja. So, es ist eigentlich der CAS-Simulator. So ein CAS gilt für Computer-Algebra-System. Self-propelled Anti-Air. Also Boden-Luft-Raketen. Magie war der mit dem Geburtstag? Was? Magie hat doch am 25. Was? Nein. Oh, am 24. Sorry. Nein. Jetzt reden wir nicht drüber. Ich halte das nicht umsonst geheim. Aber nein, die beiden Tage sind es nicht. Warum hältst du das geheim? Weil ich einfach, ich mag's nicht, meinen Geburtstag zu feiern. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich feiere auch nur in der Familie, weil allen anderen geht's halt auch nichts an. Ne? Aber wir zählen doch zur Familie dazu. Nein! Hurensohn direkt, Panzer direkt voraus. Warte, ich muss halt gerade die Entfernung messen. Sekunde. 600 Meter. Und ist der wir werden von der Seite angegriffen. Es ist der verfickte Richtschütze. Leck dich am Arsch. Meine Fresse. Wir werden von da hinten angegriffen. Magie, the red, no, it's red,
had a very shiny nose. Dreh dich, Turm, dreh dich. Ja. Oh, Ziel zerstört. Ich hab den wirklich gekriegt. Eieiei, GG. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass dieser Panzer bei dir vermutlich immer noch komplett base ist. Also komplett, Stock, ne? Nee, nicht ganz. Das steht für selbst angetrieben, nicht für Missiles. Hat getroffen. Ja, das erstaunt mich halt. Passiert ja selten genug, dass ich schon mal einen Gegner sehe, dass ich ihn dann auch tatsächlich ausgenockt kriege, ist ja schon ein Wunder. Ich hab den Spaß ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das lodert und brennt. U steht für unfairer Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Das ist immer noch das Beste an dem ganzen Ding. Und was hat er mir rausgeschossen? Natürlich hat er... Ja, Abpraller hier... Ach, ach Mann. Was? Meine Fresse. Was ist? Was hast du gesagt? Ich hab gerade einfach voll in meine Lippe reingebissen. Das hoffe ich. Warum? Wegen dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe nichts gesagt gerade. Habe ich was gesagt? Hm. Ich habe eigentlich nur vor mich hergenuschelt. Wir sagen, wir werden gleich sowieso wieder von rechts angeschießen. Ja, werden wir schon. Ich schieße auch schon dahin. Aber das ist halt auf Entfernung schießen und ich. Selbst wenn ich treffe, ich mache keinen Durchschlag. Steht für endlich, haben wir Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Ich mach zwar Treffer, aber ich mach keinen Durchschlag, ich mach nur Abpraller oder so ein. Ich mach zwar Treffer, aber ich treffe nicht richtig. Ja, nicht richtig ist ja der Punkt. Hä? Ja. Warum habe ich gleich keine Munition mehr? Benutzt das Kommandantenfernrohr? Es ist kostenlos. Ja, das ist richtig. Irgendwo erkenne ich doch diese wahrscheinlich unhelfvolle Hilfe. Ah, das ist hilfreich, die DU-335. Toll. Nur im Premium enthalten? Nee. Naja, Magie hätte es eben vielleicht geholfen. Weiß ich nicht. Also wir können es ja nochmal ausprobieren, ne? Nicht mit dem Jagdpanzer. Ich habe das Kommandantenfernglas selber aber auch noch nie genutzt. Jedenfalls nicht, dass ich daran erinnern kann. Ich nutze das durchaus regelmäßig, aber nicht immer, weil das Kommandantenfernglas halt... Naja, aus dem Kommandantenfernglas zu zielen ist auch nicht so einfach. Da, wo standen die denn? Da hinten irgendwo? Oder steht da sogar tatsächlich ein Fahrzeug? Das kann nicht wahr, Stein. Das kann. Oh, das kann man. Dass man hier raus nicht schießen kann, verdammt. Und eine Millisekunde. Und der Ding ist tot. Ach, Mann. Ja, das war's. Bin tot. Ah, ich hab sein Geschützrohr gekillt, nein, nein. Ein verbündetes Flugzeug. Ich hab sein Geschützrohr gekillt, miep miep! Diddledoodledi, diddledoodledi. Solltest du es? Es ist sehr praktisch. Ja, es, manchmal hilft es, ja. Und wir haben wie gerade nur verbündete Flugzeuge in der Luft, ne? Da hinten kommt gerade was an. Danke. Danke für den, der mich gerettet hat. Wer warst du? Ja, Oskarine, ich liebe dich. Komm, ich nehme deine Nüsse auch in den Mund, kein Problem.
Was? Da habe ich doch in den Discord geschrieben, das hast du safe gelesen. Ja, ich sag mir nicht. Ich doch, ja, aber was? Nein. Ja, ich möchte leid. Nein. Was? Es tut mir nicht leid. Halt wirklich gerade einfach nur Verbündete hier in der Luft. Also Flak spielen lohnt sich gerade nicht so wirklich. Oh, dafür ist hier bei A ein leichter Panzer. Egal wo drauf ich schieße, ich mach Abfall. Immer denn, wenn man sich fragt, wie man gesehen und vor allem getroffen worden ist, ist das Endlast meistens die Antwort. Nee, nicht im, also, nee. Ich hatte so oft, dass ich teilweise in Büschen und Co. stand. Oh, jetzt ist mal Luft. Fahrzeug da. Flugzeug. Das crasht doch nicht etwa, oder? Ja. Ich kapier's nicht. Ich schieß die. Der stand doch gerade mit der Seite zu mir. Warum krieg ich die. Mann! Den Chocolate Chip Eis. So. Na, mal hier. Kommandant und Ladeschütz, ey. Da ist schon wieder derselbe T-34, 100 im selben Spiel. Oh Mann. Acht. Ah, klar, dass ich. Ne, Gutschein. Ich will nicht diese Gutscheine und so ein Koppes benutzen. Der kam von hinten. Komm, lass mir mal einen Panther geben. Komisch. Vorsicht, in der Stadt ist einer. Achso, gibt es wie viele Stadt gleichzeitig? In welcher Stadt? In. Der hier. Ja, okay, die stehen da tatsächlich länger. Nee, da ist er. Ich hab da ja gerade geräumt. Das klingt wie ein Profi. Aber nee, da ist er ja gerade hingefahren, weil er mich weggeräumt hat. Ah, der Marsch wurde in seinem T-34 umgemietet. Wow. Großartig, das ist kein T-34-100, sondern T-44-100. Großartig. Wahnsinn. Das ist. Nein, ich will nicht die Ostwind spielen, wenn mit einem Gutschein. Bist du schon raus aus dem. Ah, ne, da bist du. Hä? Ah. Nein. Geh einfach mal stark davon aus, dass der T-44 besiegt wurde. In meiner Killcam fuhr der noch. Ich hau jetzt recht von dir aus, schau.
Weil von dir habe ich bisher nichts sehen können. Plötzlich ist irgendwie so ein irgendwie ist plötzlich die Umgebung anders. Hier rechts von dir hat es irgendwo geknallt, aber ich sehe nicht, wer wie wo was. Getrieben und Kühler. Ja, Bombe hat sich schon drum gekümmert. Bam! Ich bin mal gleich wieder da. Einen Moment. Got you double punch, dude. Einen Moment bitte. Geschützverschluss. Hey. Links. So. Ja. Ah, da so. Ey, das mein. Er hat meine Putt-Putt macht gekettet. Meine Putt-Putt macht gekettet. Er hat meine Kette kaputt-Putt gemacht. So. Because it's a spawn killer. Ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Spieler war das? Ist er schon längst wieder draußen oder durfte er schon wieder neu spawnen? Das weiß ich nicht. Einfach 9 Kills hier am Arsch. Also die Runden, die ich zuletzt gespielt hat, also gestern glaube ich, waren irgendwie besser. Das ist, weil du alleine gespielt hast und dich besser konzentrieren konntest. Habe ich auch manchmal. Sowas zählt halt ungemein mit dazu. Links von dir, ganz links, fährt ein Fahrzeug gerade hinter den Stein, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, wo drauf geschossen wird. Ah, vorbei. Da. Ja, nun. Ach, wegen Stock M109G. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mir fehlt nur noch Getriebe, Motor, Nebeltöpfe und. Gut, der Richtantrieb ist fast da. Palim, palim. Dann kann ich den endlich beim Austauschen. Palim, palim, Verstärkung. Oh, palim, palim, Getriebe. Was. So. Ach, ich sollte noch auf War Thunder wechseln. Ich sollte noch auf War Thunder wechseln. Das ist doch Chatting, was wir hier gerade ein bisschen betreiben. Das ist ja kein Profi-Gameplay gerade. Oh, ich hab ja gerade auch nur gequatscht. Ich hab dir dabei zugesehen, wie du gefahren bist. Eben. Das seht ihr auch. Ich finde, der VK ist ein komischer Panzer. Der VK? Ja. So eine furchtbar langsame Drehzeit. Warum haben sie den Prototypen einfach nur 60mm Panzerung gegeben? Alter! Ich weiß, was ich baue. Ich baue einen Space Tiger. Ja, bei Avorion. Ich baue einen Panzer, der aussieht wie ein Tigerpanzer. Ein Raumschiff, der aussieht wie ein Tigerpanzer. Das kannst du machen.
Du wirst dann so nach dem Urlaub, wirst du dann so wiederkommen, da wirst du so auf den Dinger sehen, da wirst du so, hallo Magi, miep, miep, und dann fahr ich dir so einen riesen Tigerpanzer hinterher, miep, so, miep. Nöt, nöt. Möp, möp. Not, not. Oh, und dieser Pingu. Not, not. Genau not, das. Not, not. Not, not. Ach ja. Nur jetzt trinke ich hier zwei Monster, weil ich noch ein angefangenes Monster habe und ein Monster gerade frisch angefangen habe. Ist das hart belastend? Ei. Kann nicht wahr sein. Ständig muss ich Monster trinken. Der VK mal Bum Bum, also der britische. TOC 2 habe ich gehört, soll auch. Also TOC 2 können sie gerne, glaube ich, noch so mal zu 2.0er Kampfeinstufen. Oh, Alter. Magi, wo fahren wir hin? Wir fahren nach A. Komm, Magi, wir fahren nach A. Wir zeigen den Schnitzeln, wie es läuft bei A. Ja, dann mal gucken. Ich spiele auch den Jagdpanzer M109G. Das wird genau, bestimmt richtig toll. Du bleibst hinten. Das bleibe ich auf der A-Seite eigentlich immer, weil man sich hier links nur ein bisschen nach oben stellen muss und dann reicht das schon. Weißt du, ich fahre jetzt auch den Berg hoch. Aber wenn alle dahinter stehen, dann wissen sie ja, dass wir da sind. Vor allem fahren noch drei Fahrzeuge hier hoch. Ja, der eine fährt aber sonst noch wie hoch. Ja, vor allem, die fahren sich alle gegenseitig irgendwie in die Hacken. Die fahren sich gegenseitig hoch. Wenn sie denn wenigstens hochfahren würden. Irgendwie weiß ich nicht. Ich stehe hier gerade am höchsten Punkt des... höchsten Punktes. Warum treffe ich den Baum da nicht? Jetzt geht hier mein Geschütz nicht vernünftig nach unten. Ey, das ist ja wirklich ein Panzer. Cool. Ey, und bei dem Panzer ist ja alles Prototyp. Sogar die Munition ist ein Prototyp. Ah, ist das nervig. Oh, pass mal, da sind welche. Die sind rumgefahren, die Penner. Wie trifft er mich? Ich bin hier doch kaum zu sehen im Grunde genommen. Also theoretisch, praktisch. Und was hat er für eine Nachladezeit? Warum ist mein Geschützverschluss schon wieder kaputt? Und woher weiß der, dass ich mich bewegt habe? Das war ein Abpraller. Jawohl. Richtschütze, Ladeschütze, Geschützverschluss bei dem da hinten. Ja, gut. Ich muss erstmal selber reparieren. Er ist weggefahren. Was ein Schnitzel. Jetzt mag ich den nicht mehr. Jetzt habe ich ihn nicht mehr lieb. F steht für Freunde. Endlich haben wir mal Spaß, Sherman direkt voraus. Sherman war voraus. Also es war ein M4, ne, ist das gleiche. Sie haben eine Abschusshilfe erhalten. Ja, die nehme ich doch gerne. Trotzdem Widerstand. Der Panzer ist nur minimal hoch für die Position. Ich krieg mein Rohr, mein Geschütz noch nicht so weit nach unten. Und vor allem, ich sehe den Gegner selber halt nicht. Jetzt stehe ich hier schon wieder. Da hinten habe ich irgendwas gesehen, so in die Richtung. Ja, das könnte tatsächlich gut sein, ja. Jetzt stehe ich da auch schon wieder zu dicht. So, das ist doch schon mal auch nicht hilfreich. Und da sehe ich wieder nichts. So muss ich irgendwie so grob versuchen, irgendwie kriege ich irgendwie die Entfernung hier hin. 750. Ja. Augen auf den ausgewiesenen Sektor.
Aber ehrlicherweise sehe ich gerade einfach keinen Gegner mehr. Nee. Weißt du, ich werde jetzt auch mal ein bisschen Risk gehen und zum Glück bin ich noch nicht zu früh Risk gegangen. Ja. Oh, mein Geschütz kommt nicht weiter nach unten hier. Oh Mann. Hört nur kurz das Pfeifen. Mit. Wie ist Pfeifen? Ah ah. Was auch da. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier bei A ist einfach nichts mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Wenn du meine Leiche siehst. Das, wo genau, wie der, genau. Da, wenn du meine Leiche siehst, genau der Wandfront voraus. Da ist er, da kommt er gerade angefangen. Der hat mir genau in die Front reingeknallt. Oh, jetzt ist mein. Jetzt kann ich schon wieder nicht schießen. Da sehe ich jetzt wenigstens mal einen Gegner und dann kann ich nicht schießen. Und 44 Sekunden Reparaturzeit. Ja, da fragt man sich ja immer, also ganz ehrlich. Seh Geschütz raus, kaputt. So Geschütz. The Geschützrohr ist kaputt. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der steht hier vorne, direkt hinter dem Panzer. M48. Höre es, aber ich sehe es nicht und ich habe eh noch 17 Sekunden Reparaturzeit. Wieso kriege ich jetzt eigentlich Kopfschmerzen? Natürlich ist das auch so wunderbar gefahren. Ich sehe ihn da. Ach, hinter dem Stein. Mann, das hilft mir aber nicht, wenn ich den nicht erreichen kann. Weißt du, der ist gerade weggefahren. Oh, ich dachte, der Stein wäre höher. Der ist da. Direkt da an der Ecke. Ja. Toll. Großartig. Hurra. Hat ja super funktioniert. Hinten stehen bleiben und Panzerjäger spielen. Wirklich 1-1. Hallo. Das ist nun mal der Weg, wie man Panzerjäger spielt. Ja, aber es funktioniert ja genauso wenig, wie wenn ich vorne stehe, also... Nee. Das ist jetzt aber auch... Ich möchte Panzerjäger nicht spielen, Punkt. Wie sieht doch nicht. Ich muss ja für die... Also, was heißt muss, aber sollte ja für die Forschungspunkte... Wenn ich hier schon wieder nicht vernünftig denke und so weiter. Da steht doch einer, oder? Ja. Ja. Zerstört. Ja, danke! Du hast mir den Arsch gerettet. Aber warum habe ich... Weil wir beide zu weit auseinander sind. Ich habe sein Geschützrohr aber gekillt. Ich weiß nicht, warum ich den Killassist jetzt gekriegt habe. Hm. Ich habe sein Geschützrohr gekillt. Ah. Mir wurde gerade durch meine Kapitän-Skills, nein, nicht Kapitän-Skills, durch die, du weißt schon, welche Skills angezeigt, dass da zwei Flugzeuge ankommen. Ey, ohne Witz. Warte. Ich vergesse diesen scheiß Skill immer wieder. Wachsamkeit, lach. Nein. Du nimmst mich nicht mit. Ich kann jetzt auch gerade nicht... Nee, ich meine den Flieger. Ich fahre hier ganz außen rum, weil ich fahre jetzt nicht über die Berge drüber. Aber
ganz geknickt vergessen. Verdammt. Oh nein, jetzt hat er mich. Nein, hat er doch nicht. Okay, der konnte zum Glück auch keine Bomben werfen. Also genau wie ich. Da steht einer. Wenn der Panzer irgendwann mal seine 10 mm zur Seite gerückt ist, einfach nur, weil ich keinen Drehkranz auf dem Kopf habe. Hätte ich einen Drehkranz, wäre das kein Problem. Kann ich seitlich rauffahren und zur Seite schießen. Ja, da nicht. Das sind nur irgendwelche Büsche. Ah, der Flieger macht gerade einen Turny. Ach, da oben. Ja, und der hat... Natürlich. Weißt du, so ein Flugzeug macht einen scheiß Sturzding und so grillt meinen halben Panzer. Das ist doch typisch. Wofür eigentlich Bomben schmeißen, wenn es doch so einfach anscheinend ist? Geschützverschluss natürlich kaputt. Bin keine Hilfe, Geschützverschluss. Kannst du irgendwo hinpingen? Da. Da. Ja, okay. Und das Flugzeug kommt wieder. Meine Fresse, Alter, es reicht doch. Vor allem schießt da von 20 Kilometer Entfernung schon auf mich drauf und die Schüsse landen trotzdem bei mir. Mhm. Also. Flugzeuge haben ja anscheinend gar keinen Bullet Drop oder sowas. Ne? Die werden nicht angezogen von der Erdanziehung. Tut mir leid, aber ich kann keinen geraden Sturzflug von oben nach unten machen, ohne dass mein Flugzeug komischerweise in eine ganz komische Richtung dreht. Naja, das kriege ich auch nicht. Das geht nicht. Nee, weil es halt auch nicht geht. Ich finde das so geil, wenn man Artilleriefeuer holt, dann hört man irgendwo außerhalb der Map es richtig laut knallen, weil die Artillerie schießt. Mhm. Das war früher noch deutlich deutlicher. Ja. Deutlich deutlicher. Ach, ja, es war so klar, Mann. Den kann ich nicht killen, weil das Geschützverschluss das letzte, was repariert wird. Es ist nämlich viel, viel wichtiger, die scheiß Sichtblenden und sowas. Weißt du, ich warte minutenlang darauf, ob da irgend so ein Fahrzeug wieder um die Ecke schaut. Nein, nichts. Ich drehe mich um 90 Grad kaputt. Ja. Ach man, ich spiele wieder Tiger. Macht mehr Spaß. Außer bei A. Natürlich. Look at me, I'm a tank. I need to make a bump up before... Ach, halt doch die Fresse, echt. Ja, heute läuft wieder. Eindeutig. Es ist halt einfach so nervig, Junge. Du stehst, du guckst drauf, du denkst, du kannst schießen und dann macht dein Panzer random nochmal einen Schlag nach oben mit dem Rohr. Ja, das ist so furchtbar. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil der ganze, also das Fahrwerk gestabilisiert ist und nicht das Geschützrohr. Also du hältst an, machst einmal den einmal nicken. Dann geht er wieder nach oben und nickt nochmal nach kurzer Zeit.
Genau hier ist ein Panzer hinter. Auf welcher? Also auf deiner Seite, oder? Ja, ja, auf Seite. Der Seite. Ja. Ja. Ja, kommt auch gleich herausgefahren, das weiß ich jetzt schon. Ich stehe halt, ne, links von dir. Da fällt nur leider den Rest nicht. Sag mal Bescheid. Da kommt einer. Mich da drum. Treffer. Oh. Ja, ich kann nichts machen. Nicht Durchschlag. Wow. Ja, war klar. Lol, da hat mein Ding jetzt nicht gekannt. Ja. Oh wow. Oh wow, was? Oh, oh nö. Was ist denn da los? Warum werdet ihr denn jetzt von hinten beschossen? Weil der auch umgefahren ist. Warum kann ich nichts machen? Oh, weil der Drehkranz und der Motor ausfallen. Oh, wow. Toll. Jetzt habe ich ihn in den Turm reingeschossen. Ich krieg's aber auch nicht hin, etwas kaputt zu machen. Echt, immer nur beschädigt. Beschädigt, beschädigt. Ja, nicht mal, ich habe keinen Durchschlag gemacht. Ich habe einfach keinen Durchschlag gemacht. Verpisst euch mit euren scheiß Einsatzbefehlen, Alter. Naja, ich bin damit raus für heute halt. Oh Mann. Ja, ich, wie gesagt, ich muss ja. Ich hab noch ein bisschen was vor. Ne? Ja, ist auch. Alles in Ordnung. Und ich hab Kopfschmerzen. Ja, gut, Feiernacht, da sollte man sowieso. Welcome to America, ne? Eigentlich die Russen. Diese T-34, 80, 100, schieß mich tot. T-34 ist strong, ja eben. Ich gehe jetzt aber nochmal eine Stunde aufs Rad, nochmal ein bisschen bewegen, weil heute habe ich mich so gut wie gar nicht bewegt. Hm. Ja, das war Ami. Also wäre T-34. Ja, und... Der Bindestrich, Maggi, der macht tatsächlich den Unterschied. Nein, ohne Witz, der macht den Unterschied. Was? Ja, ja, T-34, Ami, T-34 ist Russe. What the fuck? Ja. Nee, also komm, da kannst du mir, da, also nee, vergiss es. Das ist, wenn zwei Weltmächte sich konkurrieren und man es Amerika überlässt, die russischen Panzer zu benennen. Also ich bin raus. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut, bis morgen, viel Erfolg, tüdelü, haut rein, ciao. Yes. Und schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Mal gucken, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja noch. Weil mein Rechner nehme ich wohl mit. Aber ich werde das nicht streamen. Gute Nacht. Schönen Urlaub, ja, dir auch. Euch auch. Nin auch. Bitte ganz liebe Grüße an Nin, ja, auch für sie. Schöne Weihnachten, frohe Ostern, guten Rutsch. Ne, Moment, eins war zu viel. Anlassbedingte Standardphrasen euch allen. Ich habe keinen Urlaub. Ja, aber du hast doch gesagt, du hast an dem 29. Urlaub. Ja, 28. und 29. Ja, eben. Also,
Schönen Urlaub dir. 27 muss ich arbeiten. Ja. Naja, gute Nacht. Ich mache aus dem Stream direkt aus. Wegen Kopfschmerz und so. Gute Nacht. Und über Weihnachten habe ich heute Länder. Hurra. Nacht.